hättest das mit den Rattan gelassen. Ja. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Wir sind hier mittendrin bei den Rattan. Da geht's nicht ran. Müssen wir mal gucken, was jetzt hier Sache ist. Laserschüsse sind auf jeden Fall gegen die Wirkungsdruck, haben wir gelernt. Und was man so drauf hat. Ganz cool eigentlich. Das ist Sprengstoff. Stimmt, Chewbacca kann ja. Wo ist er denn da? Kommt hier nur Ray oder kommt welche? Warte mal, kommen sie hier hoch? Sowas finde ich immer ganz cool, so einen größeren Raum, wo man dann mehrere kleine Sachen machen muss. So, erstmal das hier. Gut, das hat nichts gebracht. Da oben ist irgendwie so eine Fledermaus. Ach, warte mal. Das kriege ich hin. Nee, der kann nicht schießen, der kann schießen. Hey, was hat er da in der Hand? Gut, so geht's natürlich auch. Ist er jetzt schon tot? Nee. Hab mich auch gewundert. So, mal gucken, wie wir das jetzt machen. Haben wir noch mehr davon? Ich bin ein Schmuggler, was glaubst du denn? Da oben befindet sich eine Konsole für die Lieferkontrolle. Im ersten BB-8. Achso, der braucht den gar nicht ran. Kommt da jetzt Ray hoch? Ja, sie kann das. Okay, perfekt. Top. Kann hier ein paar blaue Steine ansammeln. Und hier kann sie ihren Hammer reinhauen. Jetzt mal ein bisschen hier aufräumen. So. Was bist du hier denn? Luke Skywalker. Ist es Luke? Oder ist es Han Solo? Ich kann es nicht erkennen, wir sehen genau gleich aus. Egal. Oh, ich dachte, da kann man noch hin hier. Okay, dahinter ist ein Minikit. Irgendwie muss BB-8 hier hoch. Wahrscheinlich kann ich ihn hier hochschießen. Wenn ich das woanders hinbaue. Genau, perfekt. Super. Wo ist er? Nee, so. Und erstmal aufladen. Und dann Feuer. Top. Oh nee, hier kommt der Luke ran. Und hier kommt der ran. So. Barajedi könnten wir auch schaffen eigentlich. Sieht ganz gut aus. Die Karten sind auf unserer Seite. Oh, da seilen sich welche ab. So, wo fahren die Teile hin? Da, okay, achso. Da muss Chewbacca ran, ne? Wahrscheinlich. Ja, wir brauchen mehr von diesem Zeug. So, was ist das hier? Das Teil eskaliert halt richtig. Okay, hier können wir wieder was scannen. Ah, da. Okay. Da brauche ich wahrscheinlich wieder Chewbacca. Komm, so. Genau. Perfekt. Oh. Ja, das ist cool. Ich wiederhole, Schmuggler. So, er regelt das. Der einfach dich aufsetzt. Na, er auflässt man nicht. Okay, was geht jetzt hier? Ne, warte mal. Du musst irgendwie. Achso, können wir da was reinschießen?
Nee. Ach, da oben können wir was machen. Und was runterziehen? Ach so. Von links nach rechts anzünden. Von links nach rechts. Also rot, grün, gelb. Nehme ich an. Geht das hier ab? Achso. Das heißt, wir fangen rot an. Also ich nehme an, dass das rot, grün, gelb ist. Jetzt da reinschießen oder wie? Nee. Abbauen? Okay, perfekt. Das bleibt offen. Ja, okay, ich glaube, wir hatten recht. Also ich hatte recht. Jetzt sind die Mitte. Ja, genau, das klappt doch ganz gut. Fährt es auch schon runter. Oh, da oben ist ein Minikit. Da kommen wir aber leider noch nicht ran. Oh doch, nice. Das war, glaube ich, gar nicht gefragt. Können wir das hier kaputt hauen? Okay, doch, das war, glaube ich... Also ich dachte gerade, wir müssen, hätten hier gar nicht hingehen müssen. Beziehungsweise diese Dinger noch frei machen, aber doch hätten wir. Krabbenrüde. Okay. Was kann der? Guck mal hier durch. Vorsichtig, vorsichtig. Kann er irgendwie. Was hat er denn jetzt abgeschossen, Alter? Wenn ihr den Aufzug in Gang bringen könnt. War das Wasser? Okay, BB-8. Ja. Chewbacca läuft da einfach rüber. Achso, das ist... Ich dachte, das wäre so ein Abgrund, wo es so runtergeht. So, jetzt kommt das da runter. Da ist noch so ein Bolzen drauf, glaube ich jetzt. Na los, bringen wir die gelbe Kiste. Top. Schnell, bauen, bauen, bauen! Ziel auf die weichen, fleischigen Teile. Ich schieße ihn einfach ins Gesicht. Geld, 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 Geld. Schnell einsammeln. Oh, ich glaube, wir schaffen den Waren Jedi nicht. Oh, Junge, nein, nein, nein. Das war mega knapp. Die Tür hinter uns. Du kümmerst dich um Chewie. Achte auf den Schub. Wir hauen mit Lichtgeschwindigkeit ab. Ist das überhaupt möglich? Oder ist das noch ein bisschen? Dann haben wir es easy geschafft. Gut festhalten! Informiert die Erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, wenn sie wollen. Und dass er sich im Millennium-Falken befindet. Nee, noch geht's weiter. Der Droide wird schon bald beim Widerstand sein. Und das führt sie zum letzten der Jedi. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi erheben. Oberster Anführer, ich übernehme die volle Verantwortung. General! Unser Vorgehen muss sich nun ändern. Die Waffe. Sie ist bereit. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, sie einzusetzen. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Ohne den Schutz ihrer Freunde ist der Widerstand verwundbar. Und wir werden sie aufhalten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Gehen Sie. Beaufsichtigen Sie die Vorbereitungen. Es gab ein Erwachen. Hast du es gespürt? Ja. Da ist noch mehr. Der Droide, den wir suchen, ist an Bord des Millennium Falken.
den Händen deines Vaters, Han Solo. Er ist unbedeutend für mich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau, wir werden sehen. Okay, doch geschafft. Schade. Schade, das ist echt schade. Weil sonst hätten wir das machen können. Naja, gut. Egal. Ganz knapp am Waren Jedi vorbei. Ja, 99%. Immerhin haben wir den roten Stein gefunden. Das ist gut. Minikits haben wir, glaube ich, eins. Jo, eins. Alles klar. Und... oh, wir haben voll viele Schiffe freigespült. Warum changen die ganze Zeit? Egal. Und Chewbacca verletzt. Den guten Han Solo. Palatik. Kein Sand. Uranischer Schütze. Sicherheitssoldat. Mitglied des Kanji Club. Country Club, oder was? Scharfschütze. Also Queen Fee. Tasunin. Wildzugli. Sonst was. Wir haben voll viele Leute, die wir schon kaufen können. Das wird heftig. Neues Level entdeckt. Achso, das haben wir gerade gespielt. Okay. Geschichte fortsetzen. Achso, ich glaube, da wird immer das zusammen gepuzzelt, wo man sich gerade befindet. Weil der sonst ja immer Landschaften gepuzzelt hat und jetzt sind wir gerade im Millennium Falcon. Ja, aus einem anderen Schiff auf Lichtgeschwindigkeit zu springen, war wohl nicht so klug. Ich muss dieses Chaos irgendwie in Ordnung bringen. Seht mal in der bugseitigen Wartungskammer nach. Ich verzeichne hier einen seltsamen Energieverlust. Warte mal. Ist das jetzt das neue Level direkt? Nee, wir müssen wahrscheinlich denn hier durch. Da brauchen wir Chewbacca, der kann es uns aufmachen. Warum sind die an Bord? Ich muss noch zwei Minox töten. Da hängt noch einer. Ja, das sollte es behoben haben. Was war es? Achso, okay, läuft direkt. Nicht ganz. Den Hyperantrieb hat die Sache etwas mitgenommen. Er muss neu ausgerichtet werden. Schafft ihr das? Hier können wir ein Rennen machen. Dann kriegen wir, glaube ich, einen goldenen Stein. Machen wir aber jetzt nicht. Ach, hier werden die goldenen Steine sogar auf der Karte angezeigt. Okay. Du hier möchtest also alles über die Ratare wissen, ne? Nee. Zur Jagd auf Ratare muss gesagt sein, man merkt dabei, welche Crewmitglieder ihren Job wirklich verdient haben. Und leider kann man das von fast keinem behaupten. Achso, hier geht's lang. Okay. Okay, hier rein. Ersatzteile findet ihr in den Kisten, falls ihr sie braucht. Kein Wunder, so, wir sprengen die einfach mal auf. Kannst du den Antrieb ausrichten und ankuppeln, BB-8? Hey, das war's. Gute Arbeit. Der Navigationscomputer sollte jetzt funktionstüchtig sein. Seht lieber nach, okay? Gut, dann sehen wir mal nach. Wo geht's lang? Hier. Jo, hier können wir auswählen, wo wir hinwollen. Wieso haben wir auf die Quan 0,8% und auf Tron Kti Kette? Warte, das ist Kapitel 5. Was ist hier? Pau der Retter.
Können wir dahin fliegen. Auf Endor haben wir 53%. Da können wir die Schlacht von Endor nachspielen. Was hier? Okay. Naja. Ja, das machen wir besser in der nächsten Folge, Freunde. Ich würde sagen, bis dahin. Habt nochmal erstmal einen schönen Tag und ja, tschüss.